Willkommen zurück zu Graven, zumindest willkommen zurück allen, die nochmal eingeschaltet haben zu diesem Retro-Shooter. Ein bisschen im Stil von Hexen, ein bisschen, ja, ansatzweise zumindest so, wie es mit seinem Fantasy-Setting umgeht, auch Dark Messiah of Might and Magic. Grundsätzlich was ich sehr mag, diese Art von First-Person-Fantasy-Abenteuer, ohne dass es entweder gleich eine ganze Open World sein muss, voller Quests, oder ein richtiges Rollenspiel, sondern wirklich eigentlich ein Actionspiel. Und das gibt es, wie ich finde, nicht so wahnsinnig oft, wenn es um First-Person-Spiele gibt. Also geht, also sowas wie Dark Messiah, klar, das war cool. Aber abseits von Hexen und so oft passiert das nicht. Medieval geht so ein bisschen in diese Richtung, hat, wie ich finde, aber einen doch grafisch ein bisschen anderen Stil. Also ist auch so ein Retro-Shooter, Medieval. Und zwar ist das ein bisschen mehr, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist ein bisschen großflächiger und es ist, die Level sind auch, also sowohl grafisch großflächiger als auch in seiner ganzen Gestaltung. Und da finde ich das hier ein bisschen intimer. Ich bin jetzt im 3DFX-Modus, also deshalb, wie gesagt, die Farbpalette ein bisschen runtergedreht. Aber dafür geglättete Texturen. Brauche ich heutzutage in dem Retro-Spiel nicht. Also das Coole ist ja an den Retro-Spielen heutzutage, dass die Texturen meist doch so detailliert sind, dass es halt auch ohne Glättung ganz cool aussieht. Wir haben es ja zum Beispiel bei System Shock Remake gesehen, was es vielleicht mit am besten gemacht hat, diesen Retro-Look ins Moderne zu heben. Aber auch andere Retro-Spiele machen das echt ganz, ganz cool. So, jetzt sehen wir da oben, dass da ein Mechanismus ist. Und den können wir nicht auslösen. Also, da brauchen wir irgendwas für. Nämlich eine Fähigkeit. Und die müssen wir uns jetzt besorgen. Gucken, dass ich nebenbei noch genug Ressourcen zusammenkriege, weil gerade, wie gesagt, also gerade so am Anfang ist gar nicht so viel davon. Oh, hier ist noch eine Notiz. Einsiedler. Ich hätte schwören können, dass es Wölfe sind, aber von solchen Wölfen habe ich noch nie gehört. Noch grausamer, noch ängstlicher. Abscheuliche Kreaturen, aber sie hätten mich fast erwischt. Ich muss nur kurz verschnaufen. Ich weiß gar nicht genau, ob man auch mehr Munition einsammeln kann. Ich glaube, das Gift von den Vögeln wirkt sich nicht auf die Gegner aus. Also Druckwellen und sowas, das ist wichtig. Die kann man tatsächlich ganz gut nutzen. Aber das andere jetzt nicht. Ah, never gets old. Irgendwo ist hier noch ein Vogel, da hinten. Notiz der vier Gargoyles. Da. Jetzt müssen nur noch alle vier in die gleiche Richtung schauen, dann komme ich ganz schnell an meinen Schatz. Ein kleines Stück vom Himmel, ganz für mich allein. Direkt aus dem Buch dieses schrecklichen toten Mannes gerissen. Heißt, diese Plattform da oben, an die wollen wir ran. Aber erstmal den blöden Vogel hier wegkriegen. Hab ich dich. Also hier sind vier Statuen. Und hier oben, kann man sich schon mal merken,
müsste noch so ein Durchgang eigentlich sein, wo man nur mit dem, wo man nur später mit dem richtigen Upgrade weiterkommt. Boah, Alter. Aber hier sind hier wieder so diese Ranken. Und das ist auch kein Sprengzeug, sondern da braucht man was anderes für. Notiz für Flüchtlinge. Sie sind so plötzlich aufgetaucht. Wir wollten nur dem Schmied helfen, aber wie aus dem Nichts tauchten diese Kreaturen auf. Wir rannten so schnell wir konnten davon. Und zum Glück konnten sie nicht mithalten. Die Pflanzenwelt hier sollte uns etwas Schutz bieten, aber ich fürchte, dass man uns irgendwann finden wird. Ich kann nur hoffen, dass unser Tod möglichst schnell eintritt, zumindest für den kleinen Adrana. Er ist zwar kein Kind mehr, aber er ist noch so jung, dass er keinen langsamen, schmerzhaften Tod verdient. Okay, wer verdient denn einen langsamen, schmerzhaften Tod? Na gut, okay. Gab wahrscheinlich schon den einen oder anderen. Okay, also ich will an das Ding ran und... Oh, viel Geld. Oder das waren die beiden, oder? Ha, sehr gut. Und tatsächlich, das Rätsel muss man auch lösen, denn hier gibt es jetzt den anderen Zauberspruch. Dafür brauchen wir das blaue Mana, nämlich Sachen unter Strom setzen. Das gilt sowohl für Wasserflächen, auch da wieder eher dieser Werkzeugcharakter von den Waffen. Und es gilt aber auch für Mechanismen. Und man kann Gegner damit stunnen, wenn man will. Und dann wiederum im Nahkampf angreifen. Aber auch da ist wieder so ein bisschen so die Sache, es wäre cool, wenn das auf einer, wenn das halt auf einer einzelnen Taste liegen würde. Dass ich also schnell einfach zwischen den zwei Sachen wechseln kann. Oder, dass es wenigstens eine Art Rückwechseltaste gäbe. Das ist, glaube ich, das würde schon helfen. Also wenn es jetzt eine Taste gäbe, die ich drücken könnte und sofort wieder auf den Zauber zurückwechsel oder alternativ halt sofort wieder auf die Waffe zurückwechsel, die ich zuletzt hatte. Das wäre halt eine Taste, ne? Könnte man schön auf Q oder so legen. Das ist halt einfach gut in den alten Retro-Spielen. Hier fehlt uns der Schlüssel. Da steht übrigens immer nicht, welcher Schlüssel das ist, der da fehlt. Da muss man dann tatsächlich den richtigen finden. Oh, Goldbarren. Sehr gut. 200 Gold. Jetzt bloß nicht sterben, weil... Gut, irgendwann müsste ich in dem Spiel hier mal sterben, weil dann kann ich auch gleich mal schauen, wie das ist mit den... den Gold wieder einsammeln. Oh, jetzt haben wir tatsächlich den Arm abgeschlagen, oder? Oder was war das? Doch, das war eine von den Klauen. Also das Memberment ist auch mit drin. Und sogar so ein bisschen Blut auf der Waffe. Oh, warte mal. Hier ist irgendwo ein Vogel, da hinten. Boah. Das breitet sich wahnsinnig weit aus, dieses Gift. Ah, Moment mal, ich müsste doch hier noch rüberkommen. Warte mal. Da oben, vielleicht habt ihr das gesehen, da hingen ja waren noch ein paar Heiltränke. Das heißt, ich müsste hier auf die andere Seite kommen können. Es gibt übrigens keinen Bullet Drop in dem Spiel, also man kann so weit schießen, wie man will, ohne dass der Bolzen irgendwie an Schwung verliert. Da, warte mal. Ah! Scheiße. Aber es gibt Fall Damage.
Nein! Oh, fuck. Shit. Sehr schön. Sehr schön, Herr Schneider. Das haben Sie ja wunderbar gemacht. Ganz toll. Hier, jetzt zum Beispiel, ne? Jetzt ist die Ausdauer schon fast wieder verbraucht. Jetzt im Ernst, also, was soll denn das? Wieso in einem Retro-Shooter Ausdauer einbauen? Niemand ever braucht das. Will das. Und wenn, dann könnte ich sogar noch eher verstehen, wenn das auf das Schlagen mit dem Schwert irgendwie bezogen ist. Oder Abwehren, wie bei Vermintide. Aber hier in so einer Art von Spiel, gerade wenn ich dann doch mal irgendwie ein bisschen weiter wieder zurückrennen muss, das ist doch blöd. Ach hier, ich muss das Zauberbuch auswählen und dann nochmal umwechseln, damit ich halt den Magie, also den Feuerzauber habe. Auch das alles im Spiel, was eigentlich auf Geschwindigkeit gebaut ist, nicht unbedingt ideal. Aber immerhin ein Geheimnis gefunden. Und eine Abkürzung. Zack. Auch wenn ich hier noch nicht hin will. Da drüben, von da sind wir gekommen. Die Gegner spawnen übrigens auch zu einem gewissen Grad nach. Also ich glaube nicht alle, aber zum Teil. Und auch deshalb ist das nicht so ganz ideal, dass halt die Ressourcen eigentlich nicht nachspawnen. Zumindest nicht so frei offen. Also zumindest nicht alle. Manche spawnen tatsächlich nach. Aber es ist alles so ein bisschen unnötig kompliziert gedacht. Für den Kern, den man eigentlich haben will, nämlich einfach ein bisschen entspannt durch so eine Fantasy-Welt laufen und Gegner umhauen und vor allem die Level-Architektur genießen, braucht es das alles gar nicht. Coole Umgebung, ein paar nette kleine Kämpfe und im Idealfall ein paar interessante Rätsel. Schlangenschlüssel. Zugang zu Orten, die nur jemand Gerissenes erreichen kann. So. Hier würden wir theoretisch wieder zurückkommen. Da war der Raum mit den vielen Fässern, aber da wollen wir gar nicht lang. Denn wir wollen wieder zurück zu dem Raum mit dem Schlüssel. Also die ganze Atmo, also überall der Nebel und dann so ein bisschen so diese leichte Musik. Ich brauche auch zum Beispiel in so einer Art von Spiel nicht unbedingt so eine wahnsinnig treibende Musik. Also viele von den It-Spielen oder so hatten ja dann oft eher was sehr Pumpendes. Zumindest manche, obwohl Quake ist eigentlich auch relativ zurückhaltend. Zumindest Quake 1. Aber ich mag das auch ganz gern so. Diese Armbrust ist tatsächlich nicht unbedingt das Stärkste, was es gibt auf der Welt. Aber, warte mal, ich kann euch mal was zeigen. Was ich ja total mag, sind solche Geschichten hier. Nee, Moment. Das sind solche Kettenreaktionen. Das hat man halt die Lunte angezündet. Angezündet. Ist die Lunte angezündet. Und zack, 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 zack. Das ist doch genau richtig. Wunderbar. Problem gelöst. Sowas finde ich super. Also, wenn solche Sachen genutzt werden, ob es nur für Rätsel ist oder für so eine Kettenreaktion, genau davon will ich was haben. Diese Drumherum-Systeme. Durchsparen, durchschinken. Geschenkt. Ach guck mal, da ist der zweite Kanister. Für den Leuchtturm. Da hinten ist eine Rüstung. Zack. Eusuchenleder. Die ausgekochte und präparierte Lederhaut einer schrecklichen Bestie, die zum Schutz umfunktioniert wurde. Jetzt haben wir 75 Rüstungspunkte. Das ist das Silberne da unten neben den grünen Lebenspunkten.
Nee, Moment, was wollte ich machen? Ich wollte hier umschalten. Man braucht halt auch zum Umschalten der, der Linkswaffen andere, andere Tasten. Der Magie-Fähigkeiten. Ist halt auch so, ja. Aber dafür wieder hier auch sehr schön, wie das Licht so durchbricht. Aber jetzt mache ich den 3DFX-Modus mal aus. Aber ich finde es echt schön, dass es nicht nur auf den, auf die ja, Texturqualität bzw. auf das Gefilterte der Texturen beschränkt haben. Vorheriger Schmied, ich fertigte meine letzte Klinge, als die Stadt in der Hölle des Sofas versank. Ja, genau. Greift mich halt an, wenn ich gerade was lese. Das hier, diese Monster, die hier aus diesen, ja, aus diesen komischen Vortex Stargate-Portalen so rauskommen, die tauchen unten in diesem allerersten Dungeon-Gebiet, können die auch auftauchen. Und das ist auch wieder so ein bisschen so eine Sache, gerade für den Anfang, von der Kommunikation nicht ganz einfach, dass die relativ stark nachspawnen, dass man die auch gar nicht unbedingt besiegen muss. Man kann sie, glaube ich, besiegen. Ich glaube, irgendwann ist Schluss. Aber die Kommunikation ist da nicht unbedingt ideal. Also was das eigentlich bedeuten soll. Weil von denen kann man wirklich geswarmt werden. Und im blödesten Fall kann es auch passieren, dass man dann halt auch am Spawnpunkt halt die ganzen Viecher die ganze Zeit hat. Die hat irgendwie, keine Ahnung, unendlich Nachkommen oder wie oft Nachkommen, weiß keiner. Das ist eine Kommunikation echt ein bisschen weird zum Teil. Oder soll man irgendwas Spezielles dann in dem Gebiet machen? Also was ist damit gemeint? Aber hier, also jetzt, wo man jetzt nicht unten in diesem Sumpf drin ist, wo man auch noch so schlecht sehen kann, ist es relativ überschaubar. Das geht noch alles. Aber gut, da kommen sie schon wieder, ne? Also, na klar, sie lassen auch Ressourcen fallen, so ist nicht. Aber jetzt auch nicht unbedingt in Hülle und Fülle. Seht ihr die Ausdaueranzeige unten? Das interessiert ihn scheiß, dass ich hier die ganze Zeit rumschlage. Hm, nö. Was macht er denn? Ach, er schlägt die ganze Zeit. Naja, kein Problem. Was soll er mal machen? Oh, gleich noch ein Leichenberg mitgenommen. Don't mind if I do. Dann nehme ich doch mal hier ganz viel Zeug mit. Hier ist auch noch irgendwie eine Tür. Ja, mit einem geheimen Schlüssel, wo man erstmal noch rausfinden muss, wo man den überhaupt findet. Und vor allen Dingen, wie man diese Ranken wegbekommt. War gute Erinnerung, da muss ich irgendwie dran denken. Was ist übrigens auch. Das ist das nächste Ding. Es gibt auch keine Karte in dem Spiel. Ist ja eigentlich auch der totale Klassiker in dieser Art von Spiel, ist, dass es eine Map-Funktion gibt. Gibt es einfach mal gar nicht. Also nicht mal eine, so eine abstrakte Karte, wo man dann vielleicht wenigstens grob sieht, wo welches Hubgebiet ist. Also es sind lauter so kleine Merkwürdigkeiten drin. Man sich ein bisschen fragt, warum ist das nicht drin, aber dafür dann halt ein Ausdauersystem. Aber die Sachen, das hier ist einfach echt, das ist einfach cool. Also Mechanismen auslösen und so, ich finde, das hat immer was. Oh, Kopf ab. Oh, sogar Kopf ab. War das alles? Ja.
Der Architekt, Teil 2. Mein ganzer Stolz. Manche sagen, ein Sohn sei das Vermächtnis eines Mannes, aber dieser Leuchtturm soll meines sein. Groß und stolz. Orientierung, Sicherheit und Wohlstand. Es gibt zwar Sümpfe in der Nähe, aber der Boden scheint fest zu sein. Nichts Natürliches könnte meinen Turm zum Einsturz bringen. Über Generationen hinweg wird er den Köpfen derer, denen er hilft, meinen Namen tragen. Warte mal, da war doch eine zweite. Ach nee, das ist Teil 2 von dem Ding. Das ist keine zweite Seite. Wo wir schon dabei sind, dass man nur begrenzt viele Sachen mitnehmen kann. Das hatten wir ja letztens im Podcast auch nochmal. Hier, man kann 9 Heiltränke dabei haben. Also man hortet die nicht unbedingt oder man sollte sie im Idealfall nicht unbedingt horten. Da ist der Leuchtturm. Da umschweben. Abschießen? Ja. Warten die auf ihren Trigger oder was ist da jetzt kaputt gewesen? Okay. What the heck? Ah, da hinten ist wieder der Glockenturm. So, und jetzt haben wir hier den. Genau, hier haben wir die Abkürzung freigeschaltet. Hier ist der Schrein. Also man hortet halt nicht unendlich von diesen Tränken, sondern wird schon ein bisschen angehalten, die auch mal zu nutzen. Hier, maximale Gesundheit, Ausdauer und Mana erhöht. Man auch so ein bisschen sagen kann, ist das Mana dann eigentlich nur, ist das Mana nur drin, damit man das halt auch noch einen Wert hat, den man erhöhen kann. Das ist auch Schwachsinn. Nein, nicht das Mana, die Ausdauer. Hier wieder, wie schön das glüht, wie schön es leuchtet. Super. Gib mir eine 3DFX-Version davon. Bitte, bitte, bitte. Hier wieder sind wieder Schatten drin. Das macht halt schon einfach echt viel aus. Ist wichtig. Sorry, wenn ich da immer drauf wieder zurückkomme. Also, jetzt hat sich das Tagebuch aktualisiert. Das heißt, wir haben hier die Quest abgeschlossen. Und hier unten, der Leuchtturm ist erleuchtet und die Horde wird aus der Quarantäne erst in Läuseloch und dann hier hinaufgelockt. Läuseloch ist unten die Kanalisation. Nun kann ich fortfahren. Ich muss zurück zum Steuereintreiber gelangen, damit dieser Plan allzu gut funktioniert, bevor dieser Plan allzu gut funktioniert und ich hier gefangen bin. Also schnell wieder zurück in die Stadt. Von da sind wir gekommen, das heißt, wir wollen hier wieder hoch. Ich glaube, die sind jetzt nicht reingesetzt worden in den Level, sondern die sind halt tatsächlich wirklich einfach nachgespawnt. Warum auch immer. Obwohl die hier oben, ja, die könnten auch reingesetzt sein. Oh Gott, das hat sich ja mal vom Gold her fast gar nicht gelohnt. Nee. Erfahrungspunkte gibt es übrigens nicht, also da kann man nicht viel gewinnen. Aber der ein oder andere Gegner lässt zumindest mal den ein oder anderen Goldtaler fallen. Schnell durch! Jetzt irgendwie was hätte, was so kettenblitzmäßig tatsächlich sie auf einen Schlag erledigen könnte. Das ist halt auch so eine vertane Chance. Also vielleicht werden die Zauber halt später durch die Upgrades noch besser, aber ich finde so Zauber in so einem Spiel, die könnten von Anfang an einfach cool sein. Auch, dass diese Flamme einfach kein... Also, das ist halt so ein... So, hier, ja. Leute, wenn ich eine Flamme habe, dann will ich einen Feuerball haben. So schwer ist das nicht. Das ist alles relativ basic. Ach, guck mal, hier steht schon gleich der Steuereintreiber. Wenn ihr denkt, dass ihr mit dieser Plage zurechtkommen könnt, der Quarantänebereich sollte nun zugänglich sein. Man erzählt sich, dass unser Sumpfkult sich darin verbarrikadiert und im Gegensatz zu den Infizierten verringert der Leuchtturm ihre Anzahl nicht. Was? Man erzählt sich, dass unser Sumpfkult sich darin verbarrikadiert? Okay. Derzeit ist dieser euer einziger Weg zur Bibliothek. Euer Stab wirkt ein wenig leer. Dieser Stein könnte von Nutzen für euch sein. Jetzt kriegen wir hier, warte mal.
Jetzt haben wir hier einen anderen. Genau, jetzt haben wir hier ein anderes Upgrade. Kinetischer Stein. Biege Schwung und Impuls nach Lust und Laune und entledige dich deiner Feinde und wirf sie zu Boden. Getroffene Feinde erleiden erhöhten Aufprallschaden und schweren Rückschlag. Das. Probieren wir jetzt mal ganz kurz bei denen hier. Wenn die uns eh hier so hinterher schlurfen. In die Stadt kommen sie übrigens nicht rein, obwohl die Tür nicht zu ist. Kommt her. Und das wiederum ist lustig. Also, das hat dann schon wieder was. Also die Waffen-Upgrades, die lohnen sich schon. Auch wenn man sich teilweise dann auch ein bisschen entscheiden muss, was man, also bei dem Zauberstab durch diese unterschiedlichen Steine, die man nochmal reinmacht, muss man sich halt ein bisschen entscheiden, was man wann nutzt. Aber erstmal können wir ganz gut damit leben, glaube ich. Jetzt gucken wir mal kurz, was wir hier upgraden können. Also wir können den Stab nochmal upgraden. Kritische Treffer desselben Ziels verlangsamen deine Hiebe nicht. Verlangsamen die meine Hiebe? Das wäre euch jetzt aufgefallen. Parieren ist ein bisschen besser. Und das ist der Zoom für die Geschichte. Ich will aber stattdessen lieber mal schauen beim Magier, was der hat. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Geld. Entflammung und Entladung, also die Zaubersprüche stärker machen. Wird erstmal auf die Zaubersprüche gehen, glaube ich. So, und hier müsste jetzt eigentlich... Ich dachte, hier wäre jetzt was frei. Kein Zutritt wegen der Seuche widerwärtiger Elemente und lokaler kultischer Aktivitäten. Aber hätte das jetzt nicht aufgehen müssen? Wird auch gesagt, dass das Quarantänegebiet offen ist? Oder ist das... Ah nee, das ist, glaube ich, dann hier hinten, oder? Das zweite Areal? Ah ja, hier hinten geht's ins zweite Areal. Genau. Ja, zwischendurch lädt er auch mal ein bisschen. So, schauen wir mal rein. Was sagt er denn? Also, Gerinselgassen. Dort ist es anscheinend überkocht. Übergekocht, so rum. Irgendwo in diesem Wirrwarr befindet sich der Weg zur Bibliothek. Dort finde ich hoffentlich Antworten. Ja, würde ich sagen... In der nächsten in der nächsten Folge suchen wir hier nach Antworten auf dem Weg zur Bibliothek. Bis denn. Tschüss.